Casual Kitchen, das sind einfache Gerichte für jedermann. Ob Anfänger oder gestresste Mutter, keine Zeit ist keine Ausrede mehr. Kochen macht Spaß und wirklich jeder kann es lernen. Heute zaubern wir eine sommerliche Lavendelblütenlimonade. Schnell, gesund, unkompliziert und einfach lecker essen. Ich habe hier ganz frisch gepflückten Lavendel, frisch von meinem Fenstergarten. Kann man ohne Probleme nehmen. Im Prinzip alle Lavendelsorten sind für das Rezept zu verwenden. Es gibt da ganz viele verschiedene. Was ich gemacht habe, ist hier, man sieht, ich hoffe, man kann es erkennen, ich habe quasi die Blüten oben abgeschnitten, gerade wunderschön in der Blüte. Und waschen sollte man die gleich noch. Wenn ihr keinen Lavendel bekommt, also auch nicht beim Nachbarn im Garten nachfragen oder so, dann könnt ihr gucken in einer gut sortierten Apotheke eventuell. Es gibt getrockneten Lavendel im Gewürzladen, vielleicht im Teeladen. Und bei den Kräutertees gibt es zum Teil auch reinen Lavendeltee. Lavendelblütentee geht auch. Also im Prinzip, wir brauchen Lavendelblüten, ob die jetzt frisch oder getrocknet sind, spielt keine Rolle. Wie gesagt, erstmal waschen wir die kurz. Dann habe ich hier ein hohes Gefäß. Am besten so ein Messbecher, der eignet sich am idealsten für das Rezept jetzt, weil wir nachher das Zuckersirup, was wir gemacht haben, damit dann gut ausgießen können. Hände trocken machen, ganz wichtig jetzt. Und dann gehen wir hin, nehmen hier die Lavendelblüten und schneiden die vom Stiel runter. Man kann sie auch abzupfen, wenn man möchte. Das geht auch hier so runterzupfen im Prinzip, sodass wir den Stiel am Ende übrig haben. Man kann auch den Stiel mit reinmachen, ist nicht weiter schlimm. Das wird ja nachher sowieso nicht mitgetrunken oder mitgegessen. Also kann die auch einfach entweder so wie ich jetzt hier gegen den Strich abzupfen oder einfach mit dran lassen, abschneiden, wie es euch immer gefällt. Wie gesagt, am besten so nehmen, an der oberen Seite. Gegen den Strich kann man die dann einfach abziehen und hier mit reingeben. So, wenn wir alles abgezupft haben, nichts verschenken, wenn hier ein bisschen was daneben gegangen ist, das geben wir hier noch mit rein. Und dann brauchen wir Zucker. Ich habe jetzt hier unraffinierten Rohrzucker, weil ich den bevorzuge. Wenn ihr aber keinen habt, keinen verwenden wollt, dann könnt ihr auch ganz normalen haushaltsüblichen Zucker nehmen, also einen raffinierten weißen Zucker. Kein Problem, wir brauchen aber eine größere Menge davon. Wir machen hier einen Esslöffel und wir brauchen schon wahrscheinlich so 4-5 Esslöffel. Schauen wir mal. 4. Ich mache erstmal 5 rein. Und dann nehmen wir unsere Finger, die kurz trocken machen. Sauber sind sie hoffentlich vorm Zupfen. Und dann mischen wir das hier durch und massieren quasi das Lavendelaroma. Man riecht es jetzt auch schon. Ihr könnt es leider nicht riechen, aber ich kann es riechen. Riecht wunderschön nach Lavendel. Und massieren das jetzt hier so ein bisschen durch. Ruhig so 1-2 Minuten, sodass sich der Zucker so ein bisschen auch mit dem Lavendelaroma verbinden kann. Und wir ein schönes Lavendelsirup bekommen nachher. Parallel dazu habe ich heißes Wasser schon aufgesetzt. Wir brauchen gleich kochend heißes Wasser. So. Hände sauber machen, ein bisschen den Zucker da reingeben. Ein bisschen was bleibt natürlich mal hängen. Da waschen wir mal kurz. Und dann habe ich jetzt hier das heiße Wasser und den Löffel. Und wir gehen hier hin. Wir brauchen so ungefähr 1 Liter wahrscheinlich bei der Menge. Das ist jetzt die doppelte Menge, die ich gemacht habe, weil ich gleich quasi 2 Kannen mache. Und dann gehen wir hin. Geben das hier vorsichtig rein, rühren das jetzt hier noch so ein bisschen um, bis sich der Zucker gelöst hat. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen rühren, aber wir wollen ja auch ein richtiges Sirup bekommen. Deswegen auch kochend heißes Wasser und kein kaltes. Plus, dass wir natürlich damit die Aromastoffe von dem Lavendel besser losgelöst kriegen. Ruhig schon mal kurz probieren, sollte natürlich jetzt ordentlich süß sein. Und dann lassen wir das zur Seite.
Und mindestens eine halbe Stunde, je länger es ziehen lässt, desto besser. Mindestens 30 Minuten, eine Stunde über Nacht, solange ihr wollt, kein Problem. Einfach stehen lassen, abkühlen lassen, eventuell abdecken. Das werde ich jetzt auch machen. Und so eine halbe Stunde ungefähr zeige ich euch, wie es weitergeht. So, wir haben das jetzt Ganze ein bisschen ziehen lassen. Dabei kühlt das natürlich ab. Kann ruhig immer so ein bisschen durchmischen. Wir probieren das mal. Ist natürlich sehr süß durch den Zucker, ist klar. Eine ganz leichte Bitternote und ein schönes Lavendelaroma. Wir gießen das jetzt mal ab und füllen das dann zurück. So. Das braucht man nicht mehr. Dann habe ich hier eine Zitrone. Ich schätze mal, wir brauchen zwei Stück, vielleicht sogar drei. Für die Menge, die ich mache. Zitronen pressen wir mal kurz aus. Dann nehmen wir hier die Kanne. Wir füllen mal so, ich würde mal sagen, zwei, drei Tassen Wasser ein. Dann geben wir hier so in etwa die Hälfte von dem Sirup rein, vielleicht ein bisschen weniger. Lass uns mal noch ein bisschen Spielraum. Das ist ja schon intensiv und süß. Dann habe ich hier den Zitronensaft. Davon geben wir mal ein Drittel etwa rein. Dann machen wir den Löffel. Kurz ein bisschen durchmischen. Und jetzt müsst ihr im Prinzip hingehen und müsst das so ein bisschen arrangieren. Wenn es nicht intensiv genug ist, ein bisschen von dem Lavendelsirup dazu. Vielleicht noch mal ein ganz klein wenig Zucker, wenn es wirklich nicht süß genug ist. Den Zitronensaft. Und nicht vergessen, wir geben jetzt hier gleich noch Eis dazu. Und das Eis macht das Ganze natürlich wieder ein bisschen dünner. Das heißt, das verliert ein bisschen Aroma gleich. Und dann einen ganz kleinen Trick, den wir beim letzten Zitronenlimonaden-Video schon gesehen haben. Wir geben eine Prise Salz mit rein. Solange das noch so ganz leicht warm hat, ist, dann löst sich das noch. Ruhig ein bisschen durchmischen. Nochmal probieren. Kann noch Säure vertragen. Und dann habe ich hier zum Schluss die Eiswürfel. Und die geben wir dann hier einfach noch mit rein, füllen das quasi auf und machen da einen richtigen Eistee draus. Oder beziehungsweise eine richtige Limonade, kein Eistee. Und wer möchte, kann das jetzt zum Schluss noch mit ein bisschen unbehandelter Zitrone, Zitronenscheibe garnieren. Vielleicht nochmal ein paar von den Lavendelblüten nehmen, einfach oben als Deko oben reinstecken. Ruhig dann mit ein bisschen Stiel. Kann man alles machen. Aber im Prinzip, das sind jetzt zwei Portionen, jeweils, ich glaube, Liter, anderthalb. Kann man jetzt wunderbar im Kühlschrank aufheben, geht eigentlich auch nicht so schnell kaputt. Und tut ein schönes Sommergetränk. Lasst euch schmecken. Dieses und viele weitere Rezepte findet ihr auf www.casualkitchen.de und solltet ihr irgendeine Frage haben oder vielleicht ein tolles Rezept, dann schreibt mir einfach. Alle Infos dazu gibt's auch auf unserer Webseite.